Hallo und herzlich willkommen zu Part 25. Wir sind hier in der Arena stehen geblieben und dann machen wir auch direkt weiter. Also was auch weitermachen geht, eher dass wir so den letzten Text noch so. Wow, du bist echt ein toller Trainer und hast meine Erwartungen weit übertroffen. Ich bin völlig hin und weg von deinem Kampfstil. Hier, den hast du dir verdient. Das ist unser, warte, wie heißt der Orden? Das weiß ich nämlich nicht mehr. Das ist der, warte. Wer ist jetzt mal gesagt? Auf jeden Fall, wir haben die Hälfte unserer Orden. Ja, also die Hälfte unserer Orden ist gut. Voltorden, genau. Zusammen mit dem Voltorden hast du jetzt 4 Orden. Level 50, passt. Und das ist echt gerade ein geiler Zufall. Also bei ich nehme ja noch Platin auf. Hauptsächlich Platin nebenbei Schwarz 2. Und bei Platin habe ich auch gerade den vierten Orden geholt. Also hey, passt doch super zusammen, oder? So, Voltwechsel ist echt eine praktische Attacke. Die bringe ich auch direkt. Ohne große Umwege. Achso, eine starke Attacke. Wow. Meinem Electro Bam bei. Welche Attacke soll vergessen werden? Wir nehmen mal. Ja, beides kann eigentlich weg. Warte, das ist. Gut, dann geht Donnershock weg. Bam. So, und wir machen sie aus dem Shop. Oh, yeah, aha, aha, ja, jeder darf schon mal angucken. Oh, yeah, yeah, wow, da, yeah. Oh, er kommt jetzt auch noch, oder was? Warte, begleite uns bitte. Okay. Kauha, wie cool, Gänsehaut. Bravo, Kauha, weiter so, wunderbar. Du willst auch ein leuchtendes Beispiel für Arena abgeben, nicht wahr? Dann solltest du auch nicht schwer fahren, alle Arena-Orden zu bekommen und es bis zur Pokémon-Liga zu schaffen. So werden du und deine Pokémon sogar noch heller erstrahlen. Yo, danke. Howdy, Chausen. Bam. Das war's dann auch und wir... Nein, ich möchte das. Und wir gehen weiter. Und hier ist die nächste Stadt. Ja, ich glaube auch die nächste Stadt. Wo sind wir denn? Hallo, da. So, nein. Ja, das kann doch nicht sein. Ja, geschafft. So, nächste Arena. Wenn es wie bei Schwarz-Weiß-1 weitergeht, ist eine Bonnen-Arena. Und das heißt für uns, wir müssen wen trainieren? Natürlich unseren Bonzo. So, das war's dann auch. Ja, danke schön fürs Heilen. So, ja, danke schön. Ja, ich werde bei dir kommen natürlich. Jetzt muss ich das so machen, oh mein Gott, ey. So, dann kommt Bonzo mal dahin. Happy kann da bleiben. Und ja, das passt. Warte, hab ich Fliegen schon bekommen? Nein, warte, so. Dann nicht Alphabet. So, Nummer. So, genau. Okay, dann muss ich gucken, wo ich Fliegen bekomme. Könnte ich nämlich echt gebrauchen. Wäre sehr praktisch. So, ja, ein bisschen. Ja, was kriege ich da von dir? Eine. Wow, was ist das denn für eine Medaille? Langstrecke. Dann eine blaue Effektivität. Okay. Ja. Weiter geht's. Jetzt müssen wir erstmal hier so da. Na. Ja, so da hoch. Wow, what's up? Hey, ihr da, was macht ihr denn da? Ach nee, es waren ja wir. Oh, ups. Gar nicht, wir stehen hier nur ein bisschen rum. Außerdem könnten wir dich dasselbe fragen, was haben wir dir überhaupt getan, dass du uns so angehst? Tut nichts so scheinheilig. Glaubt ihr nicht, dass ihr euch fiesen Pokémon, die über eure Missetaten durchgehen lasse? Ihr werdet meinen Zorn schon zu spüren bekommen. Diese Trainer von heute sind dermaßen überheblich, das ist echt schlimm. Du glaubst nur, weil deine Pokémon stark sind, bist du es auch. Pah! So eine Lachnummer wie du ist mir eigentlich sowas von egal, aber ich kann es einfach nicht leiden, wenn man sich so plump mit mir anlegt. Wow. Unfair, viel gegen Kawa. Ja Leute, also 4 gegen 1 ist unfair, ich bin dabei. Wow, er hat es vor 2 Jahren gestohlen. Hey Leute, vor 2 Jahren hat er ein Pokémon gestohlen. Also hey, hier, so der geht aber. Und es ist ein Unratytox. Bäh! Das ist dein Ernst? Hart. Dann setzen wir mal diese Attacke ein. Oh, Horte. Ja, bitte Horte etwas. Aha.
Dann horte mal. Aquabelle. Jo, das macht ja echt extrem Schaden, ich glaub's nicht. Natürlich, bitte vergifte mich auch noch. Der meint's echt ernst, der meint's richtig ernst, ey. Und wie ist auch noch Tütok so schnell? Er hat nur einmal gehortet, deswegen dürfte es nicht so viel geben. Ja, das reicht dann hier, um ihn einem Hit zu geben. So, und Kaltklinge. Das war's mit Onra Tytox. Die Plasma-Riepe wurde besiegt. Blablabla. Können wir sie direkt gegen den nächsten oder können wir uns heilen? Oh ne, ich kann mich jetzt gar nicht heilen. Oh. Mann, das ist richtig ätzend, ey. Naja. Was hat die? Die hat ein Guckmada. Guckmada! Oh mein Gott, sind wir heute wieder lustig. So, dann setzen wir meine Kalkling ein. Guck mal, da ist natürlich auch schneller. Ja, das dürften wir nicht überleben, wenn wir so weitermachen. Dann schieben wir uns mal ein Tafelwasser rein. Mann. Und jetzt auch noch ein Kofrusch, als ich das gewusst hätte ich angegriffen, ganz ehrlich. Das ist doch richtig unnötig. Und zwar richtig unnötig. Ich guck mal, vielleicht habe ich Glück und ich habe einen Hyperheiler dabei. Habe ich nicht. Stratos, das dürfte alles eigentlich heilen, oder? Könnte alles heilen. Ja, ist auch nicht mehr verwirrt, nice. Und Superzahn macht ganz schön Schaden, fällt mir mal so auf. Oh, nicht schon wieder so ein Kung-Fu-Strahl. Was soll das denn, ey? Mann. Komm schon. Ja, nice. Das war's dann auch. Guck mal da, wurde besiegt. Level 26. Geht schon, geht schon. Und der nächste Plasma-Möhre wurde besiegt. Tja. So, das war's dann auch. Das tut weh, nicht zu fassen, dass die zwei Kinder verloren haben, als stark. Bla bla bla, nichts Wichtiges, was sie hier sagen, deswegen. Was sagt er jetzt noch? 5 Jahre ist das nun her. Damals hat sie im Plasma das Felilu meiner kleinen Schwester gestohlen, das sie einst als Geschenk bekommen hat. Ich war zu der Zeit noch ein kleines Kind und konnte absolut nichts tun, aber ich habe mir damals geschworen, stärker zu werden, um eines Tages doch etwas unternehmen zu können. Gar nicht schlecht, du weißt um dich nicht, was du tust. Also dann, danke. Yes. Wie wäre es damit? Du füllst weiterhin schön fleißig deine Pokédex auf und wenn du richtig stark geworden bist, stehst du mir im Kampf zur Seite. Ich zähle in Zukunft auf dich. Das ist eine richtig geile... Ich muss ehrlich sagen, das ist eine richtig geile Situation gerade gewesen. Brauchen wir das da? Ich gehe einfach mal rein, wir gucken, ob wir das brauchen. Also ich werde da nicht mitmachen. Oh, wenn wir das brauchen, das ist halt dann, weil hier Story-Relevantes drin ist, keine Ahnung. Okay, nein. Oh nein, ich bin rein. Jetzt kommt der. Ah ja, was will der zu mir? Ja, jetzt haben wir eine Deko-Box erhalten. Nice. Ach, jetzt muss ich was machen. Dann nehme ich einfach mal unser Elektro-Bam. Okay, dann tue ich jetzt mal unser Elektro-Bam hier ein bisschen so. Ja, ja, ist okay. Ich habe verstanden, wie das geht. Lasst euch überraschen, wie es aussehen wird. Hey. Ha, das sieht geil aus. Dann noch das da hier hin. Hallo. Nein, das da. Und stehen wir noch so? Nein, geht nicht. So, mal sehen, ob ihr es sehen dürft. Jetzt so auf der Seite, hoffe ich mal für euch. Und, dürft ihr es sehen? Dürft ihr es sehen? Ach, schade. Na, ja, das ist blöd, dass ihr es nicht gesehen habt. Sorry, Leute. Mies. Das ist richtig blöd. Tut mir leid. I'm so sorry und bla und bla. Und wir gehen jetzt mal da lang.
Bam. Hier rein und 1, 2 und wow, Mann, hab ich dich erschrocken. Hey, warte mal. Gut, dass wir uns hier treffen. Ich wollte dir das hier geben. Wow, Fliegen halten. Gut zu wissen. Das habe ich eben gewollt. Tada, hier hast du die Farben Fliegen. Wenn du sie außerhalb eines Kampfes einsetzt, kannst du dann direkt zu einem Pokémon-Center fliegen. Und da kann man, weißt du, was versteckte Lichtungen sind? Ja, weiß ich. Ja, ich darf ja nicht mal hinlaufen. Ja. Da drüben. Ja, also eigentlich sollte ich sie ja suchen. Aber wenn sie meint... Ja, die versteckte Lichtung habe ich euch schon im Hain der Täuschung einmal gezeigt und hier gibt's auch eine. Um genau zu sein, genau in der Mitte von mir und Bell gerade oben über uns. Da, wo die Bäume so komisch aussehen in der Mitte. Dann gehen wir mal da durch und... Was nennen wir ein Pico Chiller? Ein Pokémon. Naja, so toll ist jetzt auch nicht. Und ich habe mal so nachgelesen, also das ist glaube ich so alle 256 Schritte kommt was Neues hier rein. Anderes Pokémon, Item oder sonst was. Und wir machen da so, wenn es eine Attacke von unserem Bonzo überlebt, dann fang es. Einfach aus Prinzip. Ja, ich hab's nicht überlebt, also wird's auch nicht gefangen, logischerweise. Ja, als nächstes machen wir mal das da. Nein, nicht speichern. Ich möchte nicht speichern. So, Beutel. Dann gucken wir uns mal die neue VM an und tötet. Setzen sie auch direkt ein. Error Number One. Was vergessen wir dafür? Ja, Krimasse kann weg. Error Number One kann jetzt fliegen. Yo-ho. Yo-ho. Ha! Yo-ho. Oh mein Gott. Yo-ho. Ich habe Yo-ho gesagt. Okay, hier geht's nicht. So, raus da. Und jetzt setzen wir wieder aufs Fahrrad. Und mal sehen, was hier für wilde Pokémon gibt. Ein Minocito. Minocito. Psycho. Ist an sich eigentlich ganz geil und wenn's, ich mach's einfach so, wenn ich ein Pokémon haben will, fang es hier, wenn ich ein Pokémon so nebenbei fangen will, wenn es die erste Attacke überlebt, fang es. Und das heißt nein. Mal sehen, wie geht's weiter. Wir gucken mal, jetzt bestimmt, oh, was ist das denn? Da ist ein Typ, hier ist ein Opa. Ha? Und noch ein Monozyto. Level 21. Dann setzen wir mal nochmal Aquavelle ein. Und wird es dieses Mal überleben? Nein, das heißt wieder kein Monozyto für uns. Und was hat der hier für uns? Ach, der kämpft. Der kämpft gegen uns. Ist ja nice. Künstler Ignaz mit Symbolara. Psychoflug. Nice. Ja, nice. Echt? Das ist ganz nice, ja. Ich setz Keilklinge ein. Psystrahl. Wow. Normaler Schaden zieht etwas ab, aber nicht genügend. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe noch was total vergessen. Ja, das werde ich im nächsten Part dann wohl in Angriff nehmen müssen. Stimmt ja. Ja. Level 27. Ja, das werde ich dann hier vorher noch machen. Das ist ganz praktisch. Das ist auch ein richtig geiles Training dann für unser Bonzo, weil man da gut mit ihm trainieren kann. Dann nutzen wir direkt mal fliegen. Ich würde gerne hierhin fliegen. Geht leider nicht. Aber ich kann hierhin fliegen. Nice. So. Ja, und das war's ja schon für den Part. Wir sehen uns das nächste Mal. Euer K.O.H.